Was geht ab, Bekannt-Sportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Es gibt sehr, sehr interessante News von einem Interview von Khamzat Chimaev, denn er hat über Conor McGregor gesprochen, über seine Mentalität, wieso er ins Game gekommen ist, und über Daniel Cormier. Ne, in seinem Interview hat er über viele, viele Dinge gesprochen in Bezug auf Kamaru Usman, Israel Adesanya, seine klare Meinung zu den beiden gesagt und auch gesagt, wie seine Zukunft aussehen wird. Wenn es euch gefällt, Freunde, lasst doch unbedingt gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. 60% von euch haben meinen Kanal nicht abonniert. Bleibt am Start, bleibt am Ball und vielen, vielen Dank für den krassen Support. In einem Interview mit Brad Okamoto, dem Reporter von ESPN, verriet Khamzat Chimaev, dass er zu glauben begann, dass das Geld für ihn als Kämpfer auf jeden Fall auch da sein könnte, dass er auch so gut sein könnte, nachdem er Conor McGregors schnellsten Knockout in der UFC jemals gesehen hatte. Er sagte, ich habe gesehen, wie Conor McGregor ihn damals K.O. geschlagen hat. Ich dachte mir, wenn dieser leichte Kerl das schafft, warum ist es dann einfach nicht auch genauso leicht für mich? Mental bin ich stärker als er. Mein Körper ist kräftiger und größer als seiner. Ich hatte das Gefühl, wenn ich ihn damals draußen treffe, kann ich ihn sofort brechen, weißt du? Wenn er so viel Geld verdient, warum kann ich das nicht auch? Diese Frage stellte sich Khamzat Chimaev und das war der Beginn seiner Karriere. Deshalb fing er dann so auch mit dem MMA an, weil er seine Familie damit ein besseres Leben und seiner Mutter auch ein besseres Leben, finanzielle Freiheit ermöglichen wollte. Jetzt im Interview mit Daniel Cormier, der DC Check-In, hat er deutlich darüber gesprochen, dass Kamaru Usman für ihn ein alter Mann ist. Also Kamaru Usman hat kaputte Knie, er hat Rückenprobleme, er hat Operationen an den Armen, an den Händen, so, und ist einfach mittlerweile 35 und alt, performt alt, und wenn ich komme, wird er gebrochen sein, dann wird er keine Chance mehr haben. Kamaru Usman ist für dieses Game einfach nicht mehr da. So, er hat gegen Kobe zweimal gekämpft, gegen Masvidal zweimal gekämpft, ansonsten hat er nicht viel in der Division gemacht, sagte er. Tyron Woodley ist auch ein alter Typ gewesen, wurde von jedem besiegt, nachdem Usman ihn besiegt hat, und dann von einem YouTuber ausgenockt. Also, er ist nicht beeindruckt von Usmans Performance in den letzten Kämpfen und sagt, dass Usman deutlich zu alt geworden ist für den Champion-Status. Israel Adesanya hingegen respektiert er in dem Sinne, weil er weiß, Israel Adesanya sagt, er hat keine Angst vor ihm. Aber er glaubt trotzdem, dass er Adesanya zerstören wird, wenn die beiden aufeinandertreffen, aufgrund, weil das Wrestling von Adesanya nicht so ausgeprägt ist wie das von Khamzat, und er sagte, dass er sich den Rücken easy holen kann, so dass Israel Adesanya gegen Whittaker in diesem Sinne so verloren hat. Ansonsten hat Daniel Cormier kritisiert öffentlich, dass er die Bromance in dem Sinne von Khamzat und Darren Till einfach albern findet, dass er sagt, das ist ein Fehler und so weiter und so fort. Und Khamzat Chimaev ist dann auch so ein bisschen sauer geworden, hat man schon gemerkt, so ein bisschen emotional, hat gesagt, ja, dass du den gleichen Shit im Gym doch auch mit Khabib gemacht hast. Wieso kritisierst du das bei mir? So. Und Daniel Cormier hat auch gemerkt, dass Khamzat recht hat, und ich check dieses Kritisieren auch nicht, so, und hat es einfach so überlächelt in dem Sinne und hat gesagt, ja Bro, du bist ein Killer, was für Arm in Arm durch die Stadt laufen und so weiter und so fort, ne? Also hat das sich versucht, so ein bisschen aus der Situation zu retten, aber da ist Khamzat ein bisschen sauer geworden. Ansonsten sagt er, Gilbert Burns wird gefinished, ist nicht auf seinem Level, und danach hat Dana White ihm einen Titelkampf versprochen. Ich bin gespannt drauf, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da, bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.